Wir schreiben das Jahr 1852 und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Train Fever, Freunde. Ja, wir sind wieder da, Teil 2 heute wieder mal. Und ja, ich konnte es mal wieder nicht abwarten. Ich habe mal wieder eine Session aufgenommen, bevor natürlich die erste Folge draußen ist. Und ich habe einfach mal Lust, hier ein bisschen zu suchten, Freunde. Und unsere Stadt hier, das müsste ja Brand sein, genau. Die entwickelt sich langsam. Hier habt ihr nämlich schon das erste Häuschen. Ja, hier vorne bauen sie irgendwo, habe ich gerade gesehen, da bauen sie. Und ja, Freunde, wie gesagt, also wenn hier ein bisschen FPS-Einbrüche sind, das ist vollkommen normal hier bei Train Fever. Also ein bisschen Ruckler sind immer da. Also, das macht das Spiel ein bisschen charmant. So, Freunde, wir haben ja im Part 1 unsere erste Strecke hier, ja, eröffnet, könnte ich schon mal sagen. Wo ist denn jetzt der Bahnhof? Ach, hier. So, ja, man sieht's. Die Strecke wird gut benutzt, denke ich mal. Ist wohl jetzt noch nicht dramatisch viel, weil wir haben auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Hier fährt unser kleiner Dampfer und bringt Leute von A nach B. Also noch nichts Hochwertiges, nichts Perfektes, aber ist ja auch erst der Anfang. Wir haben ja auch noch nicht mal das 19. Jahrhundert. So, Freunde. Wir machen heute hier weiter. Ich würde mal sagen, weil es so schön war, werden wir auch gleich mal die nächste Stadt verbinden. Denke ich mal. Weil wir können ja auch noch das Netz hier anbinden. Und ich sage mal so, zwei Städte sind immer noch perfekt. So, dass wir mal ein bisschen Geld mit reinbekommen. Das ist ja auch die Hauptsache, weil wir brauchen Geld. Um uns weiter zu entwickeln, brauchen wir Money. Money, Money, Money. So, und da werde ich jetzt gleich mal gucken, welche Stadt wir am besten mal verbinden könnten. Dickhof, Dickhof. Hier haben wir gleich noch ein Kohlebergwerk. Das könnten wir auf jeden Fall nutzen. Thalheimer Hof. Ja, das sind alles noch Städte und wie gesagt, das ist noch eine kleine Karte. Es gibt viel, viel größere Karten, aber das ist erstmal für den Anfang genug hier. Das werden wir erstmal hier so schön wie möglich ausbauen. Und ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und ich würde jetzt mal sagen, wir verbinden jetzt mal hier die zweite Strecke hier vom Brand hier rüber nach Dickhof. Bauen wir erstmal einen, ja, Bahnhof. Weil Bahnhöfe sind ja wichtig und ich baue hier auf jeden Fall, ja, dreigleisig. Dreigleisig ist okay. Weil ein Gleis, den Fehler habe ich beim Anfang gemacht. Gut, ein Gleis ist okay, gibt's auch. Aber ich möchte ein bisschen was, ja, verbinden. Und wenn ich jetzt alles bis auf ein Gleis lege, ihr wisst ja, dann kommen mehrere Staus zustande, längere Wartezeiten. Jetzt vielleicht noch nicht, aber dann irgendwann mal im 20. Jahrhundert oder so, oder so, oder so. Wir bauen ja sowieso alles dann nochmal ganz anders um. Ist jetzt bloß mal für den Anfang. Klack. So. Wir haben einen dritten Bahnhof, Dickhof. Und den werde ich jetzt auf jeden Fall mal hier mit Brand, ist das Brand? Ist das Brand? Ist das Brand? Ja, mit Brand verbinden. Dass wir dann unsere, ja, zweite Linie hier aufmachen können. Freunde. Bin ja mal gespannt, wann die nächsten Züge kommen. So, ich werde das jetzt gleich mal... Machen wir das ein bisschen raus oder machen wir da eine Kurve? Nein. Das ist jetzt die Frage. Wenn, dann möchte ich ja das mit, was ist das hier? Was ist das? Halt, nein, nein. Ich will das ja mit den hier dann verbinden. Zumindest dann die Cargo-Züge. Was ist das? Öl. Gut. Gutes zu wissen. Weil wir brauchen irgendwann mal auch einen riesengroßen Umschlagplatz, aber das kommt alles nach und nach. So, dass wir auch die Städte, ja, beliefern können. Werde ich jetzt erstmal hier eine, ja, Verbindung rausziehen. So, dass sie dann
natürlich hier erstmal an dieser Ölraffinerie vorbeiführt und dann hier rüber nach Brand geht. Aber das ist ja, wie gesagt, wir sind ja noch im frühen Stadium. Also das dauert noch sehr, sehr lange, so wie ihr das hier seht. Bis wir irgendwann mal richtige ICEs und Cargozüge haben, das kann schon ein wenig dauern. Deswegen verbinde ich jetzt erstmal so eine Strecke, die auf jeden Fall dann auch genutzt wird im 20. Jahrhundert, aber dann natürlich anders sich verhält. So, wir machen, geht das hier? Einen Übergang. Verdammt. Hoffentlich kriegen wir jetzt hier... Dann müssen wir mal das hier, die Straße hier wegmachen. Dass wir hier vorbeiziehen können. Halt. So, genau. Ja, wie gesagt, also... Das ist jetzt bloß mal für eine Verbindung, sodass er zu vorbeifahren kann, aber ich möchte auf jeden Fall hier nochmal einen Umschlagplatz haben, sodass das Öl dann auch abgetransportiert wird und so. Dann ist die Verbindung, geht die dann natürlich hier rüber. Aber wie gesagt, dauert noch alles ein bisschen. So, wir wollen nach Brand, also müssen wir sehen, dass wir langsam mal hier rüber kommen. Dann haben wir hier schon mal eine kleine Brücke. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Müssen wir bloß sehen, dass wir jetzt wieder runterkommen. Halt. Wir müssen uns für eine Brücke entscheiden. Halt. Nein. Ja. Das könnten wir auf jeden Fall machen. So. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier das Aufgeschüttete nehmen. Bis wir erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Das ist okay. Jetzt kommen wir ja schon wieder runter. Und wie gesagt, das wird alles noch hier umgebaut. Das sind erstmal die ersten Verbindungen natürlich hier für die Städte. Noch nichts Hochwertiges, aber immerhin. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. So. Wenn, dann möchte ich bitte auf dieser Höhe bleiben. Eine Brücke wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen. Ja, einen Tunnel möchte ich jetzt nicht. So, kriegen wir das noch ein bisschen anders hin. So ein bisschen, sag ich mal, in der Kuhle kann das ja sein. Wir können das dann alles mit... Terraforming ein bisschen verändern, so wie wir das haben wollen. Also das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ihr werdet erstaunt sein, was man so alles so machen kann. Natürlich auch mit Mods. So, aber ich möchte hier keine Brücke über... Oder zumindest nicht so eine große Brücke drüber haben. Ich möchte schon ein bisschen... Die Brücke dürfte ja schon... Ja. Die Brücke reicht. Die reicht vollkommen. Was nennt man dafür inne? Eine Steinbrücke? So inne? Holz nicht unbedingt. Machen wir mal eine Steinbrücke. So. Und hier vorne ist ja schon der Bahnhof. So, das Aufgeschüttete ist schon wieder hier, aber... Wir können auch ein bisschen runtergehen, so. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Für die zweite Strecke. Und ich möchte aber noch einen zweiten Zug hier hinzufügen. Das heißt, wir machen mal hier eine Weiche rein. Okay. Hier muss man dann sehen, dass wir den da mit einer dritten Stadt verbinden. Aber das alles nach und nach. Jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen die Signale setzen. Ja, Rampe habe ich leider noch nicht. Die muss ich erst noch mit einem Mod oder... Ja, vielleicht kommt es irgendwann nochmal so.
dass ich hier einen Kopfbahnhof möchte ich ja nicht haben. Ich möchte ja schön, dass sie hier durchfahren oder hier halten. Ihr wisst ja, was ich meine. So, ich würde auch gleich mal sagen, dass wir, wir machen jetzt erstmal die Signale fertig. Machen wir mal noch ein Signal hier an diese Brücke. Und an diese Brücke. So, hier haben wir unser Öldepot, das können wir auf jeden Fall dann ausbauen, sodass auch Cargozüge hier natürlich laden können und die Städte beliefern können. Es wird ein Traum, es wird ein Träumchen. So, und natürlich muss ja hier noch ein Signal hin. Aber wir brauchen erstmal hier noch eine Weiche. So, die Krümmung zu groß. Jo! So habe ich mir das vorgestellt. Und natürlich hier wieder ein Signal. So, Freunde. Jetzt machen wir mal Terraforming. So, das wird jetzt alles erstmal einspurig werden. Die werden auf jeden Fall in späteren Zeitraum dann auch zweispurig und dreispurig und ihr wisst schön. Aber alles nach und nach. Ich brauche erstmal ein Zugdepot. Da müssen wir mal noch eine Weiche hier rauslegen. Die machen wir mal hier raus. So. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. So, dann werden wir jetzt erstmal den Zug hier noch fahren lassen. Und danach machen wir ein bisschen Terraforming. Dann werden wir das mal machen. So. Wir machen eine neue Verbindung. Neue Verbindung, die machen wir mal rot. Halt, rot. So, die Linie geht vom Brand nach, wie hieß das? Uno Momento. Dickhof. Dickhof. Halt, kann man das jetzt mal wieder? Dickhof, Dick. Ach Mann. Schreibt das jetzt. Dickhof. Hab ich das jetzt richtig geschrieben? Ich denk's mal. So. Dann werden wir jetzt erstmal unsere Verbindung hier machen. Auch gerne mit zwei Zügen. Oder erstmal mit allen. So, dann werden wir das mal machen. Züge kaufen. Leider haben wir immer noch die aus dem 18. Jahrhundert, die Züge. Aber das wird sich ja bald mal ändern. Also keine Angst. Wir brauchen natürlich hier wieder Waggons. Hier haben wir noch eine Linie zu weisen. Brand-Dickhof. So, und das ist auch mal ein schönes Bild. Hier sind auch mal Leute am Bahnsteig. Hier kommt vorne kommt schon unser neuer Zug raus. So. Ja, man sieht's,
Unsere Verbindung ist schon sehr, sehr wirtschaftlich, was wir hier schon transportieren. Und ja, dauert wohl ewig, bis wir mal im 20. Jahrhundert sind, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Mir macht Spaß und das ist die Hauptsache. So, unser zweiter Zug macht sich auf den Weg. Natürlich werden wir jede neue Route natürlich auch mal betrachten, mitfahren. Und werden die uns mal so ein bisschen angucken. Natürlich können wir jetzt auch auf die Strecke hier noch einen zweiten Zug setzen, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen aufs Geld noch gucken. Weil unsere Strecken müssen ja erstmal ein bisschen Geld einfahren. Und bis dahin werden wir uns erstmal hier mit diesen ja, einfachen Zügen begnügen, die ja auch nicht schlecht sind. Mir gefallen es auf jeden Fall auch. Jo, hier hinten fährt schon die zweite Bahn, also es wird mal ein Traum, Freunde. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen FPS-Einbrüche sind, wenn ihr ein paar Ruckler drin sind, dann ja, seid uns nicht böse hier. Das ist leicht bei Train Fever ein Problemchen. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal gefixt wird, aber bis dahin, es läuft ja erstmal sehr, sehr gut. Hier unsere schöne Steinbrücke über diesen Fluss. Sehr, sehr schön. Ist wohl nichts, ja, Dramatisches, weil die Strecke sind ja bis jetzt noch einfach. Aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen schön. Und man hat ja gesehen, unsere Strecke, unsere erste Strecke, die ist ja schön wirtschaftlich. Wir transportieren Leute und das so soll es ja auch sein. So, dass auch Geld in die Kasse kommt, dass wir uns weiterentwickeln können. Aber irgendwer hat immer einfach angefangen und guckt euch das deutsche Bahnnetz jetzt an, ne? Das sind schon Unterschiede. So. Wir tuckeln hier ganz gemütlich hin und her. Hier vorne kommt schon die zweite Brücke. Und wie gesagt, wir gucken uns jede Verbindung an, die wir neu gebaut haben. Ich mache gleich noch ein bisschen Terraforming. Und danach ist die Strecke natürlich freigegeben für den Personenverkehr und Nahverkehr und natürlich irgendwann auch für den Cargoverkehr. Jo, da haben wir ganz schön zu kämpfen hier. Also ich finde schon mal die Brücke sehr, sehr schön. Die passt sehr, sehr gut ins Bild hier. Oh, 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 da haben wir zu kämpfen. Uiuiuiuiuiui. Ganz schöner Anstieg. Ja, irgendwann werden wir mal auch die schönen Dampfloks aus den 50er Jahren hier drauf bringen und dann irgendwann die E-Loks und Schnellzüge und ach, pipapo. Aber erstmal müssen wir uns hier mit zufrieden geben und das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Auch wenn das jetzt eine Ewigkeit dauert, bis wir vielleicht mal jetzt am Bahnhof sind, aber machen wir schon. Ja, hier kommen wir an unseren Öl, an unserer Ölraffinerie vorbei, die irgendwann auch mal mit Cargozügen vollsteht. Hier müssen wir noch die Straße irgendwie ein bisschen erweitern. So. Ja, hier vorne müsste ja eigentlich dann leider Bahnhof kommen. So, Freunde, das ist jetzt mein drittes Let's Play. Also der Train Fever, ETS 2 und ja, Gears of 4 laufen zurzeit auf meinem Kanal. Ich bin am überlegen, vielleicht noch einen kleinen Sendeplan zu machen, wann was kommt.
Also Train Fever werde ich auf jeden Fall auch nicht jeden Tag bringen können, weil Lears of Fear ja auf jeden Fall auf Samstag wieder hier auf dem Kanal weitergeht. Ich werde es mal sehen, wie ich das am besten hier alles manage. So, unser Bahnhof. Unser zweiter oder dritter Bahnhof sogar schön. Und wir fahren rein. Perfekt. Hier steht schon jemand. Und ja. Unsere zweite Verbindung. Oh, hier unten ist aber ganz schön schon was los. Wenn ihr das hier seht. Also der wird schon ganz, ganz sehr wirtschaftlich genutzt. Also die ist schon sehr, sehr gut, die Strecke. Man sieht's. Leute sind auf jeden Fall da. Dann können wir mal gucken. 12-Minuten-Takt, also... Nee, 8-Minuten-Takt. Also 8 Minuten müssen die Leute warten, bis der Zug kommt. Also das ist noch okay. Für jetzt. Hier kommt er schön. Und ja, wir machen jetzt Terraforming, genau. Wir fangen mal natürlich hier an, bei unserer ersten Strecke. Können wir mal gucken, was wir hier so Schönes ausbessern können. Das ist ja noch okay hier, so eine Anhöhe, also... Mir geht's eigentlich nur um sowas hier. Und da haben wir dieses schöne Feld hier. Da gucken wir mal. Hier können wir ein bisschen... Ja, eine Felswand bauen oder sowas. Dass es ein bisschen angenehmer aussieht. So. Natürlich ist es jetzt nichts Dramatisches, aber... Das Endprodukt sieht ja dann gut aus. Wenn wir irgendwann mal richtig weit sind hier. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wollen wir hier noch ein bisschen versuchen rauszukommen oder zumindest eine Wand zu bauen, eine Felswand. Können wir hier noch machen? Hier können wir auch mal ein bisschen rausheben. Dann machen wir jetzt auch mal noch die Seite. So. Man sieht's. Es wird schön ein bisschen bergischer hier. Sieht ja schon ein bisschen angenehmer aus. Ja, eigentlich nichts anderes wie eine große Eisenbahnplatte, die man hier versucht zu bauen. Aber wie gesagt, das kommt alles nach und nach und nach und nach. So, jetzt gucken wir mal kurz, was der Zug an Leuten drin hat. Moment. 24 Passagiere, der Zug ist voll, also sehr, sehr wirtschaftlich. Man sieht's hier, die Leute kommen in die Stadt und dadurch entwickelt sich die Stadt natürlich auch weiter. Perfekt, würde ich sagen. So, natürlich kann man auch Busverbindungen machen, aber jetzt sind es erstmal noch Kutschen. Und... Ja, kleines Zeug. Wir gucken mal, also das zumindest ist ein Cargo-Bahnhof. Den würde ich ja gerne hier noch mit dran setzen. Weil ich habe mir überlegt, das hier als unsere Hauptstadt zu machen, wo alles ein bisschen einfließt. Natürlich kommen in jedem Bahnhof irgend so ein Cargo Bahnhof mit hin, dass die Stadt mit versorgt wird. Aber hier möchte ich mein Hauptziel, meine Hauptstadt ein bisschen ausrichten.
So, jetzt muss ich mal sehen, wie man das am dreht. So dreht man das. Aha. Dass der mit CH gesetzt wird. So, gefällt mir das auf jeden Fall schon mal. So, jetzt haben wir hier noch einen Korgu. Wie nennt man den? Rangierbahnhof, oder? Ja, ein Rangierbahnhof. Und den werden wir auf jeden Fall jetzt noch mit einer Straße verbinden. Wo haben wir denn hier eine Straße? Ich muss nämlich aufpassen, weil die Schienen sollen ja irgendwann auch mal hier rausgehen. Aber mit so einem Winkelklubbel, da kriegt man nur Probleme. So. Mit bisschen rund. Ja, ein bisschen rund kann es schön sein. Das ist nichts Schlimmes. Das können wir mal wegmachen hier. Verbindung baut erst eine, was? Eine Umfahrung. Aha. Hauptverbindung baue zuerst eine Umfahrung. Ach so. Ich muss das hier erstmal kurzzeitig verbinden. Oder wie? Oder was? Nee. Aha. Das ist mir jetzt auch neu. Ist aber nicht schlimm. Wir können ja schon mal die Schienen mal ein bisschen so legen, wie wir sie brauchen. Dann irgendwann. So, die soll ein bisschen so rausgehen. Genau. Das sollte normalerweise so ein bisschen hier gehen. Das habe ich aber vermutet, dass es mit der Ecke ein bisschen kritisch wird. Deswegen werde ich hier so rausgehen müssen. Und hier müssen wir wahrscheinlich dann ein bisschen die Häuser entfernen, wenn wir dann genug Geld haben, dass wir die Verbindung natürlich dann hier so raussetzen. So. Zumindest ist hier schon mal ein Bahnhof und der, ja, der Rangierbahnhof ein bisschen verbunden. Und hier werden wir dann sehen, dass wir dann hier so rausgehen. Dann können sie nämlich drumherum bauen. So, man sieht hier, unsere erste Verbindung, die bringt schon Geld ein. 10.000 gab es das jetzt. Also ich bin schon sehr, sehr glücklich. Perfekt, würde ich sogar sagen. Hier haben wir dann Bushaltestellen und KKG. Die werden wir auf jeden Fall auch nutzen und natürlich auch LKW-Verkehr, weil das so gehört das. Man kann ja nicht alles mit Zug verbinden, man muss auch ein bisschen was auf die Straße setzen. Und das werden wir aber alles machen, nach und nach. So, unser Zug bringt wieder. Was bringt er mit? Bringt er was mit? Ja, 24 Leute, also diese Verbindung ist sehr, sehr lukrativ. Mich ärgert es gerade, dass ich hier so einen kleinen Bahnhof hingesetzt habe. Aber das ist kein Problem, da können wir immer noch einen zweiten hinsetzen, wenn es wirklich nicht ausreichen sollte. Aber bis jetzt ist es erstmal sehr, sehr okay. Bis jetzt reicht es noch. Aber irgendwann nicht mehr. So, 1854. Und unsere erste Strecke, die boomt. Wie sieht's hier aus? Wie viel ist hier drinne? Moment. 13 Leute, das ist auch schon sehr, sehr okay. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Hier haben wir sogar 3 Bahnsteige. Also ist alles ausbaubar. So. Man sieht, die Stadt boomt schon. Die boomt. Aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Zeit. Das wird ewig dauern, bis wir mal im 20. Jahrhundert sind. Ihr seht ja selber, wie langsam hier die Zeit vergeht. Ich kann auch noch die Zeit höher schrauben. Mache ich auch noch, aber jetzt noch nicht.
Wir haben doch Zeit. Wer drängelt uns denn? Keiner. Ne? Ja, dieses Depot wird dann auf jeden Fall auch nochmal versetzt. Das wird irgendwo anders hingemacht, dass ich hier auch noch rauskomme. Aber das kommt auch erst später. So, unser Zug fährt gleich wieder hier nach Brand ein. Und das sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Muss man ja schon mal sagen. Hier sind schön haufenweise Leute auf dem Bahnhof. Ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich hier noch eine zweite Lok mit dran setze. Eine zweite Linie mit dran setze. Könnte man eigentlich machen, oder? Was haltet denn ihr davon? Bin mir gerade noch nicht so sicher, weil ich möchte ein bisschen Geld noch sammeln. Ob sich das schön lohnt, hier einen zweiten Zug hier mit drauf zu setzen. Bis jetzt lief es ja alles noch wunderbar. Ne? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde mal jetzt noch sagen, nein. Aber ihr könnt natürlich in die Kommentare was anderes schreiben. So. Ihr könnt natürlich auch immer was sagen, wenn euch was auffällt, was ihr gerne haben möchtet. Oder wenn ich irgendwas übersehen habe, vielleicht ein Signal falsch gestellt habe, dann ja, bin ich sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir das sagt. Ich werde mir das auf jeden Fall immer notieren auf dem Zettel und dass ich dann in der nächsten Folge oder nächsten Aufnahme nicht vergesse. So. Freunde. Wollen wir gleich mal hier noch kurz die Gleise ein bisschen weiterlegen. Dass wir zumindest, dass sie hier nicht anfangen mit Bauen. Dass wir zumindest erstmal unsere Gleise liegen haben. Oh, riesengroßer Bahnübergang, ne? Schön. Gefällt mir. Vielleicht mal hier noch eine Weiche rein. Gibt's ja auch Doppelweichen? Ja, hier gibt's auch Doppelweichen, genau. Dass der Zug natürlich immer variieren kann. Und ja, Brand existiert langsam. Es hat langsam einen Namen, also einen riesengroßen Bahnhof. Natürlich sind die Züge jetzt noch ein bisschen langsam, aber das wird ja alles. Es läuft erstmal. Wie die Frau hier, die läuft auch zum Bahnsteig. Können wir gleich mal ein bisschen verfolgen. Siehste. Und die wartet jetzt auf den Zug. Ja, ich muss mal die Namen noch ein bisschen einprägen. Utsche, Utschte, Utschte. Utschte, Utschte, Utschte. Ja, unser zweiter Zug, der fährt hier schön. Ist der wieder voll? Ja, 31 Passagiere von 36. Sehr optimal. Sehr, sehr optimal. Ich bin sehr, sehr glücklich. Die Verbindungen sind jetzt schon mal sehr, sehr wirtschaftlich. So, Freunde, und ich würde jetzt auch sagen, wir beenden Teil 2 und wir sehen uns dann natürlich in Teil 3 wieder. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und natürlich, ihr könnt natürlich ihr auch mitwirken. Schreibt mal einfach, wenn ihr euch was aufgefallen ist, wenn ihr irgendwas haben möchtet, was wir verändern wollen. Ihr habt die Wahl, ihr könnt schreiben, Freunde. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch ein Like nach oben da oder ein netter Kommentar. Freunde, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.